Jo, liebe Leute, ich grüße euch recht herzlich hier zu diesem Stream am Sonntag, zu dem Kapitel, zu dem geisteskranken One Piece Kapitel 1099. Okay, ich übertreibe mal wieder, so geisteskrank war es jetzt nicht, Leute, aber nächste Woche, 1100, da hype ich natürlich jetzt schon drauf, ist das Kapitel, wo alle drauf gewartet haben. Denn es sieht so aus, dass der Kuma-Flashback hier mit diesem Chapter so mehr oder weniger sein Ende gefunden hat. Gibt es noch Sachen, die jetzt in diesem Kuma-Flashback geklärt werden müssen, die noch irgendwie offen sind? Das werden wir heute klären. Und ansonsten natürlich sehr interessant, was für einen Plan hat Saturn mit Kuma? Das werden wir höchstwahrscheinlich dann in der Gegenwart erfahren, das kann ich mir zumindest vorstellen. Und wir wissen, dass Bonnie das zumindest erfahren hat, denn die war in der Erinnerung von Kuma drin. Und als sie Saturn gesehen hat, wusste sie sofort, das ist Saturn und wollte sofort ihn an die Kehle springen mit dem Schwert. Und da wurde sie gepackt und da sind wir jetzt. Und nächste Woche sehen wir höchstwahrscheinlich in der Gegenwart auf Egghead, wie es weitergeht. 1100, Leute. Das Chapter hier war wieder eigentlich ein Aufbau-Chapter, ne? Also, ich bin ehrlich, ich fand den Flashback von Kuma übertrieben nice, Leute. Ich fand ihn übertrieben nice, aber ich bin irgendwie auch ein bisschen froh, dass der langsam sein Ende findet und dass wir ins Geschehen auf Egghead wieder reingehen. So, Leute, wie geht's euch? Was geht bei euch? Alias Mr. Second, Silbereisenfloß am Start, Super Mario, Oberle, Lucy. Wer ist noch? Kaiser Grillhelm natürlich, der allerechte. Dele, was geht ab? Die Mitglieder hier, die grünen Namen sehe ich sofort. So, und die restliche Truppe ist auch am Start. Bin das erste Mal live dabei, Dilo. Das freut mich. Ja, ist auf jeden Fall geil. Ich freue mich immer auf die Streams, Leute. Das ist Tradition. Wir ziehen es auch durch bis zum Ende von One Piece, dass wir immer um 11.02 Uhr sonntags den Stream hier machen. Und ich begrüße natürlich auch alle, die das im Nachhinein noch als Video, als Upload sich reinziehen, Leute. Ich denke an euch auch. So, Kuma wurde durch den Flashback 1000% aufgewertet. Safe. Sam, was geht? Meinst du, 1100 wird kein Flashback mehr? Also, das ist jetzt die große Frage. Ich glaube irgendwie nicht, weil letzte Woche hatten wir noch so offen, ja okay, er muss noch irgendwie König vom Sorbet-Königreich werden und wir wissen jetzt, warum und wieso er König wurde. So, er wurde vom Volk ernannt, hier in diesem Chapter wurde das erklärt. Und das Treffen mit Vegapunk war irgendwie noch offen, haben wir in diesem Chapter auch gesehen. Bonnies Krankheit, wie wird die geheilt, wurde auch geklärt. Also, was für offene Sachen gibt es jetzt noch in der Kuma-Story, die wir kennen, die noch offen sind, die noch geklärt werden müssen? Also, meiner Meinung nach eigentlich nichts. Natürlich noch diese große offene Frage. Es hieß eigentlich nur, er braucht sein Blut spenden und dann werden diese Pazifister kreiert so. Aber warum wird Kuma auf einmal selber zum Cyborg und zur willenlosen Maschine so? Das ist halt noch die große Frage so und das hängt wahrscheinlich mit dem Plan, den Saturn hat, zusammen. Und ich glaube nicht, dass wir das im Flashback noch jetzt auserzählt kriegen. Vielleicht kriegen wir nochmal so, vielleicht ist das nächste Chapter jetzt so, dass wir noch ein bisschen im Flashback sind und dass es dann straight zu der Gegenwart geht und dass wir als Cliffhanger, das kann ich mir auch irgendwie vorstellen, dass wir als Cliffhanger sehen, Gegenwart, Kuma taucht auf, ist vor Saturn, in der Gegenwart und das ist der Cliffhanger von dem Chapter. Eigentlich ist das so ein Cliffhanger-Moment, den Oda machen würde. Aber wie will er das restliche Chapter noch füllen, sag ich mal, bis zu diesem Cliffhanger am Ende? Also okay, er könnte das Ganze auf Egghead noch ein bisschen spannend aufbauen. Gerade die Situation, die da so hitzig ist. Er könnte vielleicht zeigen, den Prozess nach und nach, wie Kuma immer weiter zur willenlosen Cyborg-Maschine wurde, so. Ja, vielleicht könnte er diesen Weg nochmal zeigen und wie dramatisch das wirklich auch war, anstatt jetzt einfach nur einen Cut zu machen oder so, obwohl das auch irgendwie krass war. So, erstmal, ich bin gespannt auf eure Spenden, natürlich, hier kamen schon einige rein, da gehe ich gleich drauf ein, aber auch was ihr im Chat alle schreibt, natürlich, da habe ich auch mal ein Auge drauf. Oberl hat zum Beispiel schon geschrieben, der Grund für den Befehl, den Vegapunk Kuma eingebaut hat, dass der dieser die Sunny beschützen soll, auch noch nicht gezeigt, stimmt. Ja, aber das ist, ja okay, das stimmt. Das ist auch noch eine Sache. Viele wissen es vielleicht gar nicht, aber als die Strohhüte im Timeskip waren, jeder war auf seiner Trainingsinsel, sag ich mal, wurde die Sunny ja bei Sabaody Peel abgeliefert und da waren ja genug Piraten, die das plündern wollten und sowas. Und dort hat Kuma all die Jahre so davor gesessen und hat die bewacht. Und das war wohl mäßig der letzte oder noch ein Befehl, den Vegapunk einprogrammiert hat, dass der Wille noch da ist, dieses Schiff noch zu beschützen. Das ist auch noch schlimm, das ist eine offene Sache, die ziemlich krass ist so. Das haben wir einfach so hingenommen, der war ja völlig, verwest schon fast, Kuma, als er da saß so. Das war richtig krass, dieser Moment. Und war das nicht auch so episch, dass er da auch in diesem Lichtschein saß? Diese Lichtstrahlen von der Sonne, die jetzt auch in den Kuma-Flashback öfter gezeigt wurden, bei ihm auch in der Kirche und so. Was so ein bisschen Sonnengott Nika-mäßig immer auf ihn anspielt. Theo, sag mal, wohnst du in Lüneburg? Ja, ich wohne in Lüneburg, hier in der Nähe. Nähe Lüneburg, hier um die Ecke, so, ja. Wohl nicht. Hast du mich gesehen oder was? Heißt, Kuma glaubt, dass Ruffy Nika ist. Das ist die Frage, ob er zu diesem Zeitpunkt schon wusste. Ich kann mir eher vorstellen, Dragon hat mir damals, Dragon hat mir damals geholfen, die Connection zu Vegapunk und alles so. Und deswegen konnte ich meine Tochter Bonnie retten.
was ja nicht eigentlich seine Tochter ist. Und vielleicht so mäßig, okay, Dragons Sohn und bla, und ich beschütze sein Schiff, weil er hat meiner Tochter geholfen, ich helfe seinen Sohn. Ist das vielleicht so ein Ding? Könnte auch sein. Vielleicht hat er deswegen auch die Strohhüte öfter so verschont und dann auch getrennt, so, ne? Weil es ja eigentlich, das ist so krass, Leute. Einfach krass, vor 10 Jahren kam der Song, die Frage, was ist mit Kuma los? Ja, ey, Digga, und jetzt, überleg mal jetzt, Sam, jetzt erfahren wir, was mit Kuma los ist. Wie krass, ne? Wie krass. Hast du One Piece Odyssey gespielt? Ja, ist auf meinem Kanal, kannst du eingeben. One Piece Theoretiker, One Piece Odyssey. Kannst du dir 7,5 Stunden den Stream reinziehen, wie ich das von Anfang bis Ende komplett durchgespielt habe am Stück. Kannst du dir reinziehen. Was denkst du, wird passieren mit Saturn, Ruffy, etc.? Ey, darüber reden wir gleich am Ende nochmal, Leute. Also, lass uns erstmal ein bisschen, also, ich bin da, das ist natürlich das Interessanteste jetzt, ne? Wie geht's in der Gegenwart weiter? Endlich, also, in Anführungszeichen, endlich ist der Kuma-Flashback vorbei. Das ist so krass, Leute. Dragon Cliffhanger. Also, ey, ich glaube nicht, die meisten haben ja richtig Bock, auf Dragon in Chapter 1100, aber ich sehe es nicht so realistisch. Digi in Badovik oder was? Ja, in Badovik. War 10 Jahre in Lüneburg bei der Körnerkaserne am Hasseln, ja, ey. Sanji rasiert erst einmal und dann kommt Kuma. Also Sanji rasiert gar nichts. Bis auf seine Beine vielleicht. Ne, ich weiß es nicht. Also Sanji, Sanji konnte sich nicht bewegen, weil Saturn ihn angeguckt hat. Also ich weiß nicht, ob Sanji, ob man auf den überhaupt noch ein bisschen, ob man den auf den noch setzen kann. So. Auf den einzigen, den man vielleicht noch setzen kann, ist Zorro. Also, weil Zorro gerade nicht da war. Der ist ja noch mit Rob Lucky gerade am Fighten irgendwie. Könnte sein. Ist meine Wette. Ja, Leute, diese legendäre Dragon-Wette. Wir haben ja gewettet. Ne? Letzte Woche, vorletzte Woche, wann war das? Ob jetzt in Chapter 1100 Dragon auftaucht. Wie gesagt, Kapitel 100, Dragons das erste Mal auf Lockdown erschienen und so. Und jetzt 1000 Kapitel weiter, 1100. Viele sind sich sicher, so, das passiert jetzt. Ich habe schon oft, ich sag's ja jede Woche, ich glaube, also geografisch ist es halt fast nicht möglich für Dragon da zu sein. Aber jetzt mit diesem Kapitel hier, ne, wo wieder aufkam, so, ja, das Schicksal, wo der Wind des Schicksals dich hintreibt und so mäßig. Und er macht hier diesen und wieder, er erwähnt hier Wind, weißt du? Ich kann es mir vorstellen, vielleicht kann er wirklich mit dem Wind irgendwie, mit dem Wind so schnell von A nach B kommen oder so, Dragon, dass er doch vielleicht auf Eckert auftauchen könnte, so, aber ich weiß nicht. Nicht schneller als das Teleportieren von Kuma. Geht eigentlich nicht. Boah, Sebastian, vielen, vielen Dank für 60 Euro, Digga. Ey, vielen, vielen Dank, Digga. Ey, da überlege ich mir heute schon wieder Essen zu bestellen, ey, dankeschön. Ey, ich habe gestern so viel gefressen, Mann. Es ist unfassbar, ich bin so aufgedunsen heute. Egghead Start im Anime am 7.1. Ist es so? Ich habe Bock auf jeden Fall. Ich habe heute die heutige Anime-Folge geguckt. Die war okay, sie war so ein bisschen wholesome, ein bisschen schön. Die Verabschiedung, der Vorhang geht zu, das letzte Mal auf Wano. Es war schon geil. Ey, Sebastian, wirklich vielen, vielen Dank für die dicke Spende, Mann. Echt krass. Ich lese die Spende auch gleich vor, ne? Ich lese alle Spenden vor. Aber, ihr wisst es, am Anfang ein bisschen erstmal freier Talk, bevor ich wieder abdrifte. Nee, kauf lieber Nudeln. Ja, du hast recht. Also gestern, ich habe so viel Scheiße gefressen, Mann. Ich habe Kuchen, Torten gefressen. Nicht ganze Torten, aber Tortenstück. So ein Mandelding, so ein Franzbrötchen habe ich natürlich gefressen. Dann habe ich 2 Crocs gegessen, so ein Kräuterbrot noch. Also wirklich, das ist ganz schlimm. Ich habe gestern so reingeschissen, Mann. Ich fühle mich auch dementsprechend. So. Ich werde weinen, wenn Ruffy auftaucht und voller Zorn Bonnie beschützt. Ja, also Ruffy ist erstmal... Ruffy ist erstmal ausgelaugt, so. Aber ich bin mir sicher, dass dass Ruffy auf jeden Fall sich nochmal zeigen wird, wenn Kuma da auftaucht. Also, Kuma wird ja nicht sterben, ohne nochmal Sonnengott Nika in Action gesehen zu haben. Wie macht deine Haut deine Ernährung mit? Ja, Digga, hier, siehst du das hier? Direkt aufgewacht mit dem dicken Pickel hier. So, also meine Haut macht das gar nicht mit. So, also wäre ich jetzt noch, ich weiß nicht, so 16, 17 gewesen? Digga, dann hätte ich jetzt die ganze Fresse voll, so. Es ist jetzt schon ein bisschen weniger, aber schlimm. Ja, ich bin auch zurzeit am Laden. Ich habe gestern Ladetag gehabt. So kann man sich das schönreden. Ruffy hat durch Spy X Family nun eine heftigere Beziehung zu Besen als OPT. Ja, ich habe gesehen deinen Tweet gestern. Wo finde ich den Trailer zu Egghead? Auf dem One Piece YouTube-Kanal, auf dem offiziellen. Es ist nur ein kurzer Teaser. Es ist kein richtiger Trailer. Es ist nur so ein Teaser erschienen, wo so ein bisschen die Outfits gezeigt werden, Standbilder, keine richtigen Animationen noch nicht. Und ich muss sagen, es sieht ein bisschen anders aus, der Anime jetzt im Egghead-Trailer. Wenn das so der Stil ist, den sie auch dann animieren, so, ne? Man weiß es nicht. Gab es zu Wano einen Trailer? Ich glaube, es gab so einen kurzen, ne, wo man Ruffy von hinten gesehen hat. Ja, kein Plan. Denkst du, dass Saturn der Schwächste der Gorosei ist?
Also ich würde sagen, man kann nicht bei denen zwischen stark und schwach irgendwie unterscheiden, oder? Oder meint ihr wirklich, die sind nochmal stärketechnisch, gibt es da nochmal so große Differenzen? Also ich glaube irgendwie nicht. Ich glaube, die sind alle circa auf einem Level, die sind alle, werden sie mit so einem Dämonenkreis beschworen, alle haben sie die gleiche Art von Teufelsfrüchten oder halt, die sind diese Dämonen und haben nur diese Männerkörper, man weiß es ja nicht, aber ja. Ich glaube nicht, also dass die alle irgendwie so unterschiedlich sind. Vielleicht ist, wenn dann der Glatzkopf, oder? Wenn dann der Glatzkopf ist der Stärkste. Theo, du wolltest den Chat einblenden im Stream. Digga, ich hab's vergessen. Ja, guck, hast mich dran erinnert. Ach, stimmt. Jetzt hab ich's wieder verplant. Ja, okay, nächste Woche, Leute. Ey, fuck, ich hab's echt vergessen. Da muss mich jemand dran erinnern. Leute, es ist auch so, ich hab so viel im Kopf immer. Und dann heute Morgen im One Piece, ich war heute Morgen schon mal Fitness um 8. Dann direkt Reaction mit Ruffy aufnehmen und so. Und dann ist gefühlt schon gleich 11 und dann, ja. Deine Blackbeard-Theorie von gestern war unnormal. Ey, danke. Die Blackbeard-Theorie wurde mir auch geschickt wieder. Also, richtig krasse Theorie, finde ich irgendwie auch. Also, die macht echt Sinn. Also, natürlich, ne? Aber zieht's euch rein. Alle fünf Weisen zusammen beschwören das Siegel von Urikalkos. Also, ich kann mir wirklich vorstellen, dass die zusammen vielleicht irgendwie noch eine Synergie haben. So, alle Gorosei zusammen. Könnte ich mir vorstellen. Welche Blackbeard-Theorie? Check's auf meinem Kanal ab. ja, okay, ich kann's kurz zusammenfassen. Er beschwört Zebek. Das reicht aber auch. Das klingt erstmal quatschig, aber er hat alle Werkzeuge dafür eigentlich jetzt schon vorhanden. Er hat alle Werkzeuge in der One Piece Welt, die es gibt dazu, hätte er, um das möglich zu machen. Hey, was ist, wenn Blackbeard sich Pluton von Wano schnappt? Er hat ja die Möglichkeit, die Mauern einzureißen. Ja, er hat die Möglichkeit, er könnte einfach mit der Bebenfrucht die Mauern einreißen. Das heißt, wenn die Mauern von Wano, wenn die Grenzen von Wano geöffnet sind, dann wird Pluton freigesetzt. Wie das passieren soll und ob, also Pluton soll ein Kriegsschiff sein. Aber irgendwie ist das komisch, dass da so ein, meint ihr, da ist ein hölzernes Schiff unter Wano, in diesem alten Wano zwischen, also ich finde das irgendwie ganz komisch, den Gedanken, so wie das wirklich praktisch umzusetzen ist für Oda, dass also dass die Grenzen geöffnet werden. Aber die Info höchstwahrscheinlich, wenn Karibu diese Info, also die hat er, wenn Karibu diese Info aber wirklich jetzt von, also wenn das Blackbeard-Piratenschiff auf Ecke da war und nur Karibu mitgenommen hat und er diese Infos mit Fischmenscheninsel hier, Shirahoshi ist Poseidon, eine antike Waffe Nummer 1, hier, die Grenzen von Wano müssen geöffnet werden. Ist zwar Territorium von den Ströten, aber die sind gerade nicht da, die sind auf Egghead. Alles safe. Wenn die Grenzen geöffnet werden, kriegst du noch Pluton, das größte Kriegsschiff aller Zeiten. Mit so einer riesen Streitmacht kann er gefühlt schon die Welt erobern. Wenn Blackbeard das herausfindet, und das wird er dann von Karibu, wenn die Blackbeard-Piraten wirklich ihn mitgenommen haben. Ist das Blackbeard-Video down? Also Digga, Leute, ich check's nicht. Ihr müsst auch auf meinen Kanal gehen und dann auf Videos oben, ne? Jetzt habe ich gerade schon Angst, dass es wirklich down ist. Es ist vor 6 Tagen. Das letzte Video ist vor 6 Tagen online gekommen. Unglaubliche Blackbeard-Zebek-Theorie heißt das Video. Und das ist wirklich, also das ist wirklich eine gute Theorie, finde ich. Was ist das für ein Sound, Digga? Wieso? Was für ein Sound denn? Das letzte Video, wo Blackbeard drauf stand. Ich habe vorhin etwas ganz Dummes gelesen. Manche meinen, Zorro sei ein Rassist. Das ist ein uralt, also nicht uralt, aber das ist schon ein längeres Meme in der One-Piece-Szene, in der One-Piece-Community, Leute. Also, das ist halt, weil er immer irgendwie gefühlt gegen Dunkelhäutige kämpft und es ist schon ein bisschen lustig gemacht, so, safe. Aber ist natürlich Quatsch. Minority Hunter, ja, okay, ja, da sind sie alle. Was ist das für ein Spendensound? Wieso denn? Ich glaube, das ist im Soundtrack hier, meinst du das? Das ist im Soundtrack, falls du das meinst. Digga, den Soundtrack habe ich auch schon 10 Jahre gefühlt hier. Ist Zorro AfD-Wähler? Wieso mittlerweile 720p? Ist der Stream nur auf 720p, Leute? Das kann nicht sein. Hast du die alten Whole Cake Podcasts gelöscht? Eigentlich nicht. Eigentlich ist alles noch online, auch wenn ich mich dafür schäme. Aber es ist alles noch da. Somit Zorro vs. Blackbeard confirmed. Also, ich glaube nicht. Ist es so laut? Die Spenden so laut? Also, ist 720p? Was ist das denn? Ich kann jetzt hier aber nicht in die... Das ist ja richtig kacke. Wie kann das denn sein? Das liegt dann aber an YouTube. Meine Ausgabe ist immer Full HD. Das ist ja... Ich habe ein bisschen leiser gemacht jetzt, Leute. Müsst ihr mir doch sofort sagen, wenn es zu laut ist. Ja, ist ärgerlich. Aber als Video, die Leute, die das Video sehen, den Stream, ist es bessere Quali. So, Silbereisenflo, vielen Dank für die erste Spende. Es gibt nichts Besseres, als meinen Lieblings-YouTuber zu lauschen und einen Johnny zu quarzen. Digga, dann wünsche ich dir einen knackigen Smoke.
oder keine Ahnung, was ist der Gruß? Antiker Roboter vs. Saturn. Ich glaube, das könnte sein. Ich glaube aber, es eher wird antiker Roboter verhilft nur zur Flucht, oder? Leute, jetzt frage ich euch mal. Was glaubt ihr, wird nächste Woche passieren? Wir haben Chapter 1100. Das letzte Road-Pornoglyph ist auf Alabasta. Hm, glaube ich nicht. Ich glaube, das letzte Road-Pornoglyph hat Dragon verwahrt. Oder es ist auf Elban versteckt. Eins von den Sachen kann ich mir vorstellen. Hm. Alias Mr. Second, vielen Dank. Aber erstmal die Spende. Erstmal Kaiser Grillhelm und James Bond, vielen Dank fürs Mitglied werden, fürs Reinsubben. Danke, danke, danke. Und der Oberle. Er schreibt, Whitebeard Junior, Friedensstifter der Äquivalenz. Buccaneer haben Riesenblut. Das wurde in Chapter 1095 enthüllt, ja. Aber Vegapunk kann dieses nicht erklären. Enthält das Blut noch DNA-Teile anderer bzw. vielleicht aller Rassen? Also das wäre krass. Kann ich mir aber irgendwie nicht vorstellen. Er kann sich das nicht erklären. Also, das ist ja so ein, wie sagt man, ein Gerücht oder eine Bauernweisheit, dass die Backen ihr Riesenblut in sich tragen, weil die halt so groß, brachial und breit sind und alles so. Aber ob das jetzt wirklich Canon ist, dass es so ist, dass sie wirklich Riesenblut in sich tragen. Und selbst, was hat das für eine Relevanz so? Wieso ist das so krass, wenn das so ein Halbriese ist? Es gibt ja richtige Riesen so. Was ist denn daran krasser an einem Halbriesen als an einem echten Riesen, wisst ihr? Deswegen glaube ich auch nicht, dass das alles ist so. Oh, die haben Riesenblut, so. Da ist irgendwas Krasseres noch mit denen. Aber ich frage mich halt, was? Haben die damals das verlorene Königreich gebaut? Oder irgendwie sowas wird es sein. Die haben das verlorene Königreich damals gebaut. Oder haben diese antiken Roboter gebaut. Oder haben, ich habe ja schon gesagt, die haben die Pornoglyphen in der Welt verteilt, weil die halt so, diese Steinquader halt so schwer sind. Sie konnten die tragen und haben sie durch die Welt verteilt und haben Lilly geholfen und haben damit eigentlich ja gegen die Weltregierung gehandelt. Und deswegen Verbrechen, die müssen ausgelöscht werden. Irgendwie sowas. Sah man das Buch der Teufelsfrüchte schon zuvor? Wir haben es in diesem Kapitel wieder gesehen. Das Buch der Teufelsfrüchte wurde in diesem Kapitel gezeigt. Ich weiß nicht, ob alle das gesehen haben, aber wir haben es hier gesehen. Das ist ziemlich krass, aber wir haben es schon gesehen. Wir haben es schon mal gesehen bei... Da steht wirklich Devil Fruit drauf. Wir haben es im Sanji-Flashback gesehen als Kind, als er Kind war, ne? Da haben wir es einmal gesehen. Und, nee, bei Blackbeard haben wir es nicht gesehen. Wir haben es, glaube ich, noch einmal gesehen, wo Sanji auch noch... Also nochmal in einem Sanji-Flashback, glaube ich, oder? Haben wir es nochmal gesehen? Also zweimal bei Sanji, glaube ich. Nein, Kaido ist ein Oni. Ja, das ist auch so eine Sache. Kaidos Rasse, die Onis, also beziehungsweise die Numbers, die geklonten Riesen, die irgendwie, also auch komisch, ne? Buccaneer vielleicht eine künstliche Rasse aus Teilen von anderen erschaffen. Vor 800 Jahren. Was das Verbrechen ist, weil sie die Armee waren. Meine Theorie. Nice. Aber ist gut, ja, könnte auch sein. Also... Sie haben Riesenblut in sich, aber was wäre denn noch ein Hinweis, dass sie noch anderes Blut anderer Rassen in sich tragen? Gibt es da irgendeinen Hinweis? Was sagst du zur heutigen Folge? Solide. Aber jetzt kein Meisterwerk. Es waren da viele Flashback-Szenen dabei. Orochi-Szene wieder, Leute. Ich kann es nicht mehr sehen, er ist tot und wir kriegen trotzdem. Joyboy war ein Buccaneer. Ja, das ist mal gut, Yannick. Genau das kann ich mir auch vorstellen, weil der vereiste Stroh im Keller halt ziemlich groß war, ne, bei ihm, Summer. Könnte auch sein, dass er halt ein bisschen zu groß war und eher zu einem Riesen gehört, aber sowas könnte ich mir vorstellen. Saturn wird denken, dass die Strohhüte tot sind und wird einfach weggehen. Aber wie wirst du das meinen? Also wie soll das passieren? Alle Strohhüte liegen vernichtet mit Blut auf dem Boden und er denkt so diesen Tod und geht einfach und dann stehen sie am Ende alle auf und alles ist gut. Also die Situation jetzt gerade, die nächste Woche höchstwahrscheinlich im Chapter kommt, Leute, und ich sag's immer wieder sonntags, es kann sein, dass ich morgen schon Infos kriege, dass ich Dienstag vielleicht schon, also höchstwahrscheinlich kommt Dienstag schon das Spoiler-Video in die Abo-Box. Ey, krass. Baum auf Elban ist der letzte Stein auf dem Baum. Ey, das kann ich mir nicht auch vorstellen. Wir haben Elban schon ein paar Mal gesehen, so als Insel in der Totalen, so. Und da ist irgendein riesiger Baum. Baum des Lebens, ihr wisst es, Yggdrasil aus der nordischen Mythologie ist da in der Mitte höchstwahrscheinlich angelehnt. Und das da oben drauf vielleicht, irgendwas versteckt ist so, weil da tropft auch irgendwas runter. Man sieht es immer nur so angeteased oder hat es nur leicht angeteased, ja. Kuma teleportiert sie zu den Revos. Das muss sein wegen 100er Dragon. Wegen Chapter 1100. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass nächste Woche, also ich kann mir, also zu 100% glaube ich, nächste Woche Egghead. Ich glaube, nächste Woche taucht Kuma auf Egghead auf und das wird der Cliffhanger sein. Ich glaube noch nicht, dass er da sein Ende findet. Es wäre auch heftig,
Aber wir wissen, Kuma kann nur Leute irgendwo hin teleportieren. Also erstmal ist das gar nicht möglich. Zoro ist gar nicht da. Was ist mit der Sunny? So, wenn der die alle wegteleportiert, wofür ist dann der antike Roboter da erwacht kurz und sowas? Was hat das denn für eine Irrelevanz gehabt? Nur für uns als Zuschauer, dass wir das kurz checken oder checkt ihr? Ich kann mir das nicht vorstellen. Und wir haben noch nicht gesehen, wie Kuma auf Elban war. Also könnte er die nicht mal nach Elban schicken jetzt alle so, ne? Die Strohhüte. Das geht halt nicht. Der teleportiert Saturn weg. Ja, das ist eine Möglichkeit, Sam. Also da ist halt die Frage. Kann Kuma sich auch nicht bewegen so? Kann Saturn ihn auch so einfriesen? Gibt es da so diese Haki-Grenze so? Wir wissen ja, Teufelsfruchtfähigkeiten kann man mit Haki negieren so. Wenn eine krasse Teufelsfruchtfähigkeit, wo man denkt, ja okay, das ist eine One-Shot-Fähigkeit. Einmal berühren und der Charakter ist tot so. Gibt es auch, wenn das Haki zu krass ist, dann kannst du das einfach negieren und einfach ignorieren. Und da ist auch die Frage, ist Saturns Haki vielleicht so krass, dass er ihn gar nicht teleportieren kann? Ich glaube schon irgendwie, aber ist das realistisch, dass er ihn wegteleportiert? Irgendwie wäre es geil, ne? Irgendwie wäre das doch die geilste Option. Zack, einfach berühren und zack, weg mit dem so. Ey, das wäre richtig krass. Dann haben wir nur noch Kizaru da, aber wir haben gesehen, Kizaru, wir haben den als überkrasses Monster so im Kopf, aber der Leute, der hat ein bisschen verkackt, ne? Also Kizaru hat wirklich ein bisschen auf den Arsch bekommen von Ruffy. Der wurde einfach, sein Kopf wurde einfach durchgeschlagen, Leute. Also, das schon nicht ohne. Scoppy rettet den Tag, Digga. Scoppy rettet, glaube ich, gar nichts. Kuma schickt Kizaru in einen 2-Jahres-Timeskip. Ja, ich glaube auch. Aber was ist, wenn der Egg, was ist dann der Egghead-Vorfall? Ja, okay, ist das nicht schon ein Egghead-Vorfall? Also, ein Konflikt mit dem Gorosei, der dann wegteleportiert wird. Kizaru ist mit involviert, ein Admiral. Und sie entführen Vegapunk, wie es dann in der Welt heißt, so, ne, gekidnappt, entführt wurde Vegapunk. Das wäre ja schon ein Vorfall, oder? Aber ich weiß, wir erwarten alle diesen dicken Vorfall, dieses, es wird die Welt erschüttern Vorfall-Ding, so, ich weiß, das erwarten wir alle. Und wird das die Welt erschüttern? Weiß ich nicht. Was würde die Welt erschüttern, wenn Vegapunks Gehirn auf einmal geteilt wird, so Wikipedia-mäßig für alle so? Verlorenes Königreich, irgendwas wird enthüllt, der antike Roboter. Was wäre richtig krass? Also, Leute, wir glauben doch alle, dass Kuma auch sterben wird, oder nicht? Kuma wird doch safe sterben. Saturn stirbt? Also das, nein. Saturn wird doch nicht sterben. Der Tod eines Gorosei. Okay, das würde die Welt erschüttern, okay. Das wäre ein Vorfall. Ja, ihr habt recht. Aus der Sicht der Weltregierung und der Zeitung wäre das, was die Welt erschüttern würde, so. Aber ey, wie schlimm wäre das? Wie schlimm wäre das, Leute? Wie schlimm wäre das, wenn jetzt schon, obwohl jetzt schon, wenn jetzt ein Gorosei schon sterben würde? Ich wäre traurig. Weil wir haben auch Saturn noch gar nicht richtig enthüllt bekommen, so. Wie funktioniert seine Kraft? Was ist er? Was für eine Teufelsrot? Oder wieso kann er Leute einfach lähmen und einfach Headshots geben, ohne sie zu berühren? Die vier Weisen. Imsama auf Egghead. Aber oh, vielleicht zieht sich auch der Himmel zu und der Laser kommt oder sowas. Oh, ich weiß es nicht, aber wäre kacke, wenn Vegapunk stirbt. Ey, das wäre krass. Das würde mich erschüttern. Ich bin ehrlich. Das wäre richtig sad, weil ich feiere Vegapunk und ich will eigentlich noch viel mehr von ihm wissen, so. Ich will von seinem Wissen will ich schöpfen, wisst ihr? Vielleicht ist Kumas Rasse immun gegen die Kraft der fünf Weisen. Ja, vielleicht aber auch, weil er im Kopf schon so ein toter Cyborg ist, kann er ihn nicht leben oder so. Könnte auch sein. Der neue Gott Enel taucht auf. Das würde auf jeden Fall uns erschüttern, Leute. So, dann haben wir einmal von Sebastian die 60 Euro. Ich danke dir. Hi Theo, schöne Grüße aus Bavaria Island. Grüße zurück. Danke für die mega Videos. Kauf klein Theo und deiner Waifu was Schönes zu Weihnachten. Ey, danke, Digga. Mach ich auf jeden Fall. Mach schöne Grüße an Ruffy. Eure Reaktionen sind immer göttlich. PS, gibst die Szene auf der Red Force? Gibst du, die Szene auf der Red Force war nix. Erstmal danke, Digga. Wirklich, vielen, vielen Dank für den Support. Und ich finde auch, die Red Force-Szene, irgendwie sah Shanks da ein bisschen cursed aus in einigen Shots, ne? Also schon geil, Shanks zu sehen und so, aber ich check schon. Einige Szenen waren geil, aber trotzdem, der dicke Moment so, den hätte man ein bisschen krasser machen können, ne? Ich fand auch die Haki-Blitze nicht, also die waren zwar anders, die waren neu, so ein bisschen die Haki-Blitze von Shanks, aber die hätte man ein bisschen, da hätte ich mir so ein bisschen, weiß ich nicht, so ein bisschen Kamerafahrt gewünscht oder sowas. Da wette ich dagegen, Saturn wird niemals besiegt werden. Ja, ich glaub's nämlich auch nicht. Einer der Hauptantagonisten, der jetzt, also wir sind schon im Finale, aber der wurde jetzt das erste Mal so richtig gezeigt, so, und dass er dann so, wupp, weg ist er, so, das wäre irgendwie ein bisschen too much. Was würden dann die Weltregierung noch haben? Ja, okay, die Weltregierung, ja, wenn die so leicht zu besiegen sind, ne, die Gorosei,
Ja, okay, die haben noch die Holy Knights, die haben noch Garling Fiegerland, die haben noch Imsummer, die haben noch Mother Flame Laser. Also die haben noch einiges in der Tasche, ne? Es ist jetzt nicht so, dass sie nichts haben, so. Und die anderen vier Weisen sitzen da auch schon in den Startlöchern, ne? Und die haben auch alle solche komischen Fähigkeiten. Aber wir wollen Saturn ja noch All-Out sehen und keine Ahnung. Wenn Saturn jetzt direkt fällt, könnte ich alle anderen vier Weisen überhaupt nicht mehr ernst nehmen. Ja, safe. Glaube ich auch. Das stirbt nicht, Leute. Okay, lass uns wetten, okay? Jeder, der sagt, Saturn stirbt, jetzt auf Egghead in diesem Arc noch, irgendwie, oder... Der wird doch nicht sterben, Leute. Wer sagt das? Wer denkt das? Kommt Verstärkung aus Sniper Island, genau, okay. Der Trickster, vielen Dank. Stell dir vor, Dragon hält Saturn auf, wie damals Smoker. Und dadurch kann man seine wahre Stärke sehen, beziehungsweise einschätzen. Ja, aber Dragon... auch zum Beispiel, dass Kuma jetzt alle zu Dragon schickt. Leute, dann sind sie wieder im West Blue. Also, oder nee, beziehungsweise wissen wir nicht genau, wo die Insel ist, aber auf Paradise wieder. Dann sind sie wieder hinter der Red Line, nicht mal in der neuen Welt. Und so müssen gefühlt wieder einmal um den Äquator segeln. Also, das glaube ich nicht. Der ist zu weit weg. Der ist einfach zu weit weg. Der ist zu weit weg, Leute. Das wird der große Vorfall. Der große Vorfall, ey, der große Vorfall könnte auch noch was mit Blackbeard zu tun haben, ne? Das Schiff, Leute. Wir haben das jetzt schon so abgestempelt, als ja, okay, die haben Karibu abgeholt und sind weg. Es könnte auch sein, dass die noch da sind und dass Blackbeard höchst persönlich da ist nach dem Vorfall mit Law. Dass er jetzt da ist auf Egghead, weil er sich was schnappen will. Das könnte auch noch sein. Oh ja, ey, Sam. Ich bin der Vater von Bonnie-Line. So, Saturn sagt so mäßig zu Bonnie: Ich bin dein Vater, so. Ich habe damals Genie als Sklavin gehabt und habe sie geschwängert und so. Sie hat das ja gesehen in der Erinnerung auch irgendwie, dass das passiert ist, so. Und wenn er das sagt, das wäre so krass, Leute. Das wäre so krass. Und dann kommt der Stiefvater, sag ich mal, der Ziehvater Kuma und rettet Bonnie vor ihrem echten biologischen Vater. Boah, ey, das wäre so krass, Mann. Das wäre so, die Insel und Kuma, ja, ich glaube auch Kumas Untergang, Kumas Aufopferung wird in einer riesen Tatzenexplosion enden, oder? Das muss eigentlich so sein. Irgendwie krass. So, Froggix, vielen Dank für die Spende. Wieso hat Rayleigh den Sohn von seinem Captain? Wieso hat Rayleigh den Sohn von seinem Captain, wahrscheinlich besten Freund, einfach so sterben lassen? Es würde ja überall live übertragen. Ja, ich weiß, also jetzt so eine Frage. Marineford, ja, ich weiß, so eine männliche Träne hat Rayleigh nur verdrückt. So, er hätte ja da sein können, so, und er ist ja safe auch auf dem Niveau eines, also nicht eines Whitebeards vielleicht, aber vielleicht so ein bisschen unter Whitebeard, so, was ja immer noch mit das Krasseste dabei Marineford war, so. Ja. Aber er will sich vielleicht nicht mehr einmischen in die Geschehnisse der neuen Generation, so. Egal, wer da jetzt gerade ist, so, ne? Aber ja, es ist schon, ja. Saturn ist, glaube ich, schwächer als Rayleigh. Ah, glaube ich nicht irgendwie. Aber Rayleigh, Leute, ich bin immer ein Rayleigh-Fan und ich sage immer, Rayleigh ist unfassbar. Also wirklich. So, alias Mr. Second, vielen Dank. Dragon, der vom Feuer gezeichnete Mann. Ich kann es mir vorstellen, gerade nach diesem Chapter. Also ihr wisst, es gibt einen vom Feuer gezeichneten Mann, den man jetzt aufsuchen soll, wenn man sich um das One Piece kümmert oder so. Und das One Piece finden will. So, da hat da mehrere schon drüber geredet. So. Es gibt einen Mann, der irgendwie vom Feuer gezeichnet ist und der soll wohl irgendwie den letzten Schritt oder den letzten Hinweis und deswegen vielleicht auch das letzte Rope-Poneglyph haben. Ja, und der soll mit einem Schiff rumsegeln, was komplett dunkel ist, komplett schwarz ist. Und er soll Leute versinken, Schiffe, die sich ihm nähern, mit einem Strudel. Das einzige Schiff in der One Piece Welt, was komplett dunkel gezeichnet ist, wirklich, es fällt massiv auf, zieht euch nochmal dieses Chapter rein, ist das von Dragon. So, er wird irgendwie immer mit Wind verbunden, das Schiff heißt auch Wind Granma, heißt das Schiff auch. Er hat in diesem Chapter auch wieder selbst Wind gesagt. Es sind immer so Wind-Swirls, wenn er auftaucht, öfter schon im Goa Kingdom und so haben wir das auch gesehen. Er hat irgendeine Windfähigkeit, eine Windkraft. Selbst wenn er der geborene Uranus ist und damit Wind und Wetter beeinflussen kann. Sowas würde mir auch schon reichen. So, und deswegen vielleicht auch sinnvoll, dass er mit Windstrudeln, also mit Strudeln vielleicht so, also mit Wind Strudel erzeugen kann im Wasser, was Schiffe versenkt. Ja. Dranks Narbe ist eine Brandnarbe. Genau, und deswegen die Frage, ist vielleicht dieses Tattoo, was wir immer als Tattoo abstempeln, ist das vielleicht eine Brandnarbe von einem Brandeisen oder... Er ist ja immer verhüllt. Ist er vielleicht unten komplett alles verbrannt? Ist alles verbrannt, sein Körper, weil er vielleicht irgendwelche Sklavenkinder noch aus dem Feuer gerettet hat? So, irgendwie sowas. Sowas kann ich mir echt vorstellen. Wir kennen auch sein Dings nicht so. Und deswegen, es ist eigentlich sehr wahrscheinlich, dass Dragon der Mann ist, ne? Dragon is the man. Dragons Narbe ist eine Windnarbe von Inuyasha. Echt? Gibt es in Inuyasha Windnarben? Windnarbe.
das hat echt so diesen Vibe, ne? Ein bisschen. So ein bisschen diesen zack, zack, diesen Swirl. Ja, ist die Attacke, ich check's schon, ich check schon. Mhm. Ja, ich weiß, Tess Heiger war und dann diese Dings, ja, diese Windattacke da. Ja. Jetzt muss ich unbedingt mal wieder rewatchen, aber ist es gut gealtert? Jetzt Nostalgie mal weg, Leute. Ist es gut gealtert? Kann man es jetzt nochmal reinziehen? Inuyasha? Es war früher geil, safe. Ich hab's auch gefeiert. Aber ist es gut gealtert? Das ist die Frage. Ja, Digga, Oberle, du ziehst ja alles rein. Da kann ich nicht trauen, Digga. Inuyasha, ich guck gerade Death Note. Ich bin jetzt wieder bei Folge 20 oder so. Digga, ey, Death Note ist so ein All-Time-Classic. So gute Momente einfach. Auch wenn man jeden Plot schon kennt und so. Es ist so gut. Ich hab's eigentlich schon, ich hab's früher so oft geguckt. Und jetzt 5 Jahre nicht oder so. Und jetzt wieder. Es ist so schön einfach. Es ist so geil. Guck einfach rein, muss ja selbst fühlen. Ja, ich weiß. Ich muss selbst gucken. Oberle hat auch Highschool DxD geschaut, ja. Ja, Leute. So, warte mal. Dann haben wir noch eine Spende von Loser. Vielen, vielen Dank. Ist jetzt jede Rasse gefunden? Big Moms Aussage. Warte mal. Welche Rassen in One Piece waren noch irgendwie offen? Bei Big Mom hieß es doch, 2 Rassen fehlen ja noch, ne? Oder? 2 Rassen? Und das eine, eigentlich war es doch nur Lunaria. Lunaria fehlt ihr noch. Und was fehlt ihr noch? Ein Riese, oder nicht? Das waren noch die 2 Rassen? Oder waren es 3, die ihr noch fehlten? Waren es 3 Rassen, die Big Mom noch fehlten? Weil dann ist Buccaneer die letzte Rasse. Im Regal stehen hat das sogar. Okay, es waren 3. Ja, dann wirklich Lunaria, Riese wissen wir. Und dann die letzte Rasse, die wir nicht kannten, ist dann Buccaneer. Also haben wir wirklich jetzt alle Rassen in One Piece enthüllt? Und kann ich jetzt ein Video-Upload starten, der heißt, alle Rassen in One Piece erklärt? Das ist doch der YouTube-Titel, oder nicht? Und dann, das könnte man doch safe machen, jetzt wo alle enthüllt wurden. Oder gibt's noch eine? Nee, es gibt doch keine mehr. Wir haben jetzt alle. Big Mom selber? Ja, Big Mom selber ist ein Buccaneer, aber das ist nur Theorie. Aber das könnte man echt nochmal erklären. Einmal kurz einen kleinen Talk über jede Rasse. Ja. Kuma, gern geschehen für den Content. Ja, danke, Loser, Digga. Danke, danke. Kannst PayPal schicken, Digga. Überweisung gibt's dann auch. So, Shanks Haki hat wieder gespendet. Vielen, vielen Dank. Shanks in allen Ehren. Aber er könnte seinen Captain nur beim Sterben sehen. Aber er könnte seinen Captain nur beim Sterben sehen. Dessen Sohn nicht retten und auch sein Freund Oden nicht helfen. Was macht er seit Jahren? Ja, das ist ja die Frage. Warum jetzt so auf einmal vor der Küste von Wano sagt er, yo, Ben Beckmann, Benny. So, Benny, komm, wir schnappen uns das One Piece. So, hä? Warum jetzt? Jetzt, wo Ruffy da ist und sich das selbst schnappen will? Willst du dir das auch schnappen? Was hast du denn die anderen 20 Jahre, was hast du denn gemacht die ganze Zeit so? Du bist doch schon so lange Kaiser und du bist doch so stark. Und warum jetzt? So, weil Ruffy jetzt mal Big Mom und Kaido von der Bildfläche geprügelt hat. So, und jetzt kannst du die Rohpornografie schnappen auf Easy, oder? Hä? Ja, ist halt ein bisschen, keine Ahnung. Aber egal, Leute, er wird schon seinen Plan haben. Genau wie Dragon immer nur schwitzig da sitzt und jo, Ginny wurde entführt. Jo, scheißegal, 2 Jahre ist jetzt Sklavin und wird vergewaltigt. Oder, jo, meine rechte Hand, Ivankov und Inazuma sind jetzt im Knast da bei der Weltregierung. Jo, Digga, komm, lass erstmal saufen, so in diesem Chapter. Also, Dragon ist auch ein Loser. Dragon ist wirklich, bis jetzt, so kann man eigentlich nur sagen, was macht er? Ist eine Lachnummer, so wirklich. Keine Ahnung. Aber die werden beide ihren Plan haben und die werden beide als maximale Götter am Ende dastehen und werden uns auf jeden Fall noch überrumpeln. Wann könnte es mit Garb weitergehen? Ja. Theoretisch morgen. Nee, also theoretisch wirklich jetzt, wenn Egghead wieder gezeigt wird, könnte jederzeit auch dann wieder ein Schwenker stattfinden. So. Und es ist nicht mehr Wano Kuni, wo wir 2 Jahre im Ark festhängen und nicht mehr einen Blick nach außen kriegen. One Piece ist jetzt anders. Nach Wano ist es offen. Da ist auf jeden Fall jetzt, wird immer wieder was gezeigt. So. Das ist nicht mehr so isoliert auf Egghead so. Das ist wirklich, Leute, wie viele andere Szenarien haben wir jetzt schon gesehen, obwohl wir auf Egghead sind. So viel, immer wieder hin und her. So, nicht nur jetzt im Flashback, sondern auch davor. So viele Sachen, so viele geile Sachen. Deswegen, Shanks hat gewartet, dass Ruffys Teufelsfrucht erwacht. Glaube ich auch. Da laut FPS Band 45 Shanks das Buch der Teufelsfrüchte gelesen hat und darin steht, Ruffys Teufelsfrucht als Gum-Gum-Frucht.
Shanks weiß definitiv mehr darüber, wie er reagierte. Ja. Ich kann es mir auch vorstellen, dass dieses, wir schnappen uns das One Piece, dass es nicht auf Ego-Basis gemeint war, sondern eher so auf, da haben wir all die Jahre drauf gewartet, so. Natürlich mit Shirahoshi war noch nicht geboren, Poseidon, eine antike Waffe, so. Viele denken, das ist der Grund, warum Roger zu früh war. Es ist wahrscheinlich auch ein Grund, aber ich glaube eher so, dass kein wiedergeborener Sonnengott Nika, so Ruffy, erwacht ist, so, zu diesem Zeitpunkt, wie Joyboy damals. Und deswegen waren sie zu früh und konnten nichts machen. Und jetzt ist der Zeitpunkt, Shanks hat gecheckt, okay, Sonnengott Nika ist endlich da, endlich ist er erwacht. Jetzt schnappen wir uns das One Piece, so. Die Frage ist, will er Ruffy als Werkzeug benutzen oder will er eigentlich nur Ruffy supporten, so, ne? Ich glaube, es geht auch gar nicht um, wir wollen uns egoistisch den Schatz schnappen, sondern das One Piece ist ein Projekt, die Welt wieder, oder vielleicht, das klingt lächerlich, aber den Stöpsel vielleicht zu ziehen, dass das Wasser vielleicht wieder ein bisschen sinkt oder so, weil früher vielleicht alles anders war. So, ne? Wissen wir ja. Die Red Line einzustürzen, so. Das könnte echt ein großes Projekt sein, dieses One Piece, so. Und ich glaube, es geht eher fast darum. Ich glaube auch, dass Shanks weiß, wo die Oro Jackson ist, das Schiff von Roger. Und er weiß auch, was mit diesem großen Ei ist, da auf sich hat. Ja. Kannst du mal schauen? Die alten Podcasts sind alle weg. Also, Digga, jetzt gucke ich mal live, okay? Ich gucke live für dich. So lieb bin ich. Playlist. One Piece Mega Podcast gibt es eine Playlist. Okay, da ist irgendwie ein Rocket Beans Video drin. Muss ich mal rausmachen, hä? So, warte mal. Shanks hat eine Teufelsfrucht. Die alten Theorien noch, Leute. Okay, was meinst du mit Whole Cake Island Podcast? Da gab es mal einen, ne? Da haben wir nur eine Hälfte gemacht oder sowas, ne? Ich kann mich noch ein bisschen dran erinnern. Eigentlich müsste das aber online sein. Guck mal in der Playlist. Das sind ganz alte Podcasts. Nee, guck dir die nicht an. Okay, es ist vielleicht jetzt interessant für welche zu gucken, so, über was Dummes haben die damals geredet, so, vor 4, 5 Jahren, welche dummen Theorien haben wir in diesem Podcast aufgestellt, die dann komplett gar nicht eingetroffen sind. Das ist vielleicht sehr interessant und lustig, so, aber tut euch das nicht an, wirklich, tut euch das einfach nicht mehr an. Hallo, ich werde den Stream nachschauen. Könntest du es bitte online lassen? Ja, ich werde ihn erstmal offline nehmen, den Stream, und dann nochmal extra als Video online hochladen. Also, ein bisschen gedulden. Dragon Windlogia wäre die einfachste Erklärung, könnte ich mir auch vorstellen. Einfach die Windlogia, weiß ich nicht, ist aber vielleicht ein bisschen, ist vielleicht ein bisschen, keine Ahnung, ein bisschen zu billig. Ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht Uranus ist, so. So, dann haben wir einmal noch eine Spende von Moogie Hawk, vielen Dank. Bonnie hat sogar ein Laserschwert, so wie Luke. Stimmt, sie hat in diesem, ey, das ist eine Darth Vader Plot, ich sag's dir, ey. Ey, das gab's ja schon öfter, ne? Dass Oda sich da an Star Wars irgendwie orientiert und so in einigen Sachen. Jetzt hier auch gerade auf Egghead, da gibt's schon so Theorien, dass das so Parallelen hat irgendwie. Das wäre wirklich krass, ne? Und sie hatte kurz ein Laserschwert, stimmt. Mit Fake-Vater, richtiger Vater. Ey, das wäre heftig. So, Shanks Haki nochmal. War nicht mal die Überlegung, ob Hogwarts die Saurus mit der Brandnarbe ist. Ja, das hat man gedacht, so, aber der wird nicht mit dem schwarzen Schiff alleine umhersegeln. So, der ist vom Feuer gezeichnet irgendwie, vom Feuer von O'Hara, aber, ist ein weiser Mann jetzt so, der auf Elbern chillt, aber der wird nicht mit irgendwelchen Fähigkeiten mit dem schwarzen Schiff alleine umhersegeln und das Rotporn irgendwie verstecken. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass der jetzt so ein eiskalter Typ ist. Viele denken auch, es gibt eine richtig gute Theorie dazu sogar, dass der, Mann mit dem Schiff, mit der Brandnarbe, vom Feuer gezeichnet, bla, das letzte Rumpel lief, dass der Typ Silver Eggs ist. Aber das kann ja eigentlich nicht sein, oder? So. Wollte Kid vielleicht deshalb nach Elbern, weil er weiß, dass der dort ist? Also ich glaube nicht, dass Kid überhaupt wusste, dass die Richtung Elbern ist. Das wusste er, glaube ich, nicht mal. Obwohl, na, vielleicht doch. Denke, Zorro ist stärker als Rayleigh. Boah, nee, ey. Meint ihr, Zorro jetzt ist stärker als Rayleigh? Jetzt? Also Rayleigh hat ja auch Kizaru aufgehalten als alter Mann, so, ne? Der Ex-Eisadmiral hat Brandnarben. Ja, ich weiß, Thomas. Aber du meinst Kusan. Aber Kusan hat mit Blackbeard geredet über diesen Mann. Dass er den selber irgendwie... Sie haben selber darüber geredet wie ein Mysterium. So. Und er ist es nicht. Und er kann auch nicht mit Strudeln irgendwelche Schiffe versenken. Und er hat auch kein schwarzes Schiff, er hat sein kleines Fahrrad. Also, das ist er nicht.
der arme Kid hat Piratenspiel mit Shanks gespielt. Ja, also wirklich. Kid und Killer wussten doch vom Feuer gezeichneten Mann und wollten ihn aufsuchen. Ja, sie wussten das. Aber woher wussten sie das? Und das ist Ruffys Vater. Also wenn das Ruffys Vater ist, ist es irgendwie komisch. Also es ist, wird Dragon irgendwie sein, glaube ich. Aber ich denke, der Mann mit dem Brandnarbe hat die Augenklappe und läutet somit das Ende ein. Es wurde immer gesagt, wenn der Mann auftaucht, mit der Sonnenbrille, genau. Wenn der Mann auftaucht mit der Augenklappe in One Piece, dann sind wir im Endgame. Ey, wisst ihr noch die heiße Theorie, dass Ruffy sein Auge verliert? Das war echt heiß. Also ich fand, das war eine gute Theorie eigentlich. Wie lange seid ihr schon da? Seit 11:02 Uhr, seit 40 Minuten. Konnte der Mann mit der Brandnarbe nicht Wasserstrudel erschaffen? Ja. Wenn ja, dann muss es Dragon sein, glaube ich auch. Da er höchstwahrscheinlich was mit Wind zu tun hat und ein schwarzes Schiff hat. Ja, ist so. Also die einzigen Attribute, die wir wissen, Wirbel im Wasser erzeugen und ein schwarzes Schiff, so würden beide irgendwie nur auf Dragon, also sonst auf keinen anderen Charakter irgendwie zutreffen, ne? Welche Rasse ist Magellan? Ey, das ist wirklich eine gute Frage. Für mich ist Magellan ein Etwas. Also ich weiß es nicht. Eigentlich ist er ja ein Mensch, aber also wirklich, kannst du mir nicht erzählen, dass, oder Gecko Moria, ist Gecko Moria ein Mensch? Also, Digga, Gecko Moria sieht aus wie, weiß ich nicht was, wie eine Birne. So früh wach, Theo? Digga, ich war heute um 8 Uhr schon beim Fitnessstudio. Um 8 Uhr war ich da. Ich bin um 7 aufgestanden. Einfach ganz natürlich. Moria ist auch ein Mensch, Leute, ja. Ja, Leute. Aber ansonsten, das Chapter, wie gesagt, ich habe gar nicht so viel über das Chapter geredet. Es war halt die Geschichte von Kuma, ne? Die ein bisschen, die jetzt mehr oder weniger, ich will nicht sagen abgeschlossen ist, aber irgendwie schon, ne? Oder gibt es noch Sachen, die jetzt im Kuma-Flashback noch, und die müssen jetzt noch kommen, sodass die Möglichkeit besteht, dass nächste Woche doch nicht Eckert gezeigt wird, so, weil es muss nochmal das gezeigt werden im Kuma-Flashback. Gibt es das noch? Fällt euch noch was ein, was ihr kennt über Kuma, was noch nicht gezeigt wurde? Ins Olympic, ja. Ich war im Olympic heute Morgen. Olympic Abendorf aber. Wie lange wird noch Eckert gehen? Geschätzt, also ich schätze mal, Eckert vielleicht noch so bis Mai, Juni, könnte ich mir vorstellen. Vielleicht auch nicht. Warum er zum Cyborg wurde? Ja, höchstwahrscheinlich, weil Saturn da noch einen Plan mit ihm hat. Aber es ist halt die Frage, ob wir das sehen, ne? Die komplette Transformation zum Cyborg, wieso er jetzt zum Cyborg werden muss. Ja, das ist das Einzige. Kumas Eltern, Thomas, Digga. Liest du irgendwie Two Piece oder so? Hast du die letzten Chapter nicht gelesen? Kumas Eltern haben wir gesehen, die sind gestorben. Wir haben alles gesehen. Du musst mal die Manga-Chapter lesen. Also wirklich, auch wenn du so ein bisschen, ja, ich zieh mir den Anime rein und so und höre hier ein bisschen die Streams mit so. Zieh's dir rein. Ist doch in Adendorf kleiner. Ja, aber ist kleiner, aber feiner. Und da ist morgens immer leer und da sind nicht so viele Assis. Da habe ich meine Kopfhörer und mach da mein Ding. Irgendwie ist das nice. Noch ein Jahr geht Eckert. Meinst du noch ein Jahr? Weiß ich nicht. Theo, wenn man die Weltregierung verstehen soll, muss man das Buch Schatten der Macht durchlesen. Also, Digga. Hör auf. Wieder nichts zu buffen für den Stream. Oh, Digga. Ganz böse. Theo trainiert locker bei McFit. Nein. Vielleicht, wenn Oda 40 Wochen pausiert. Ich glaube auch, das wird jetzt schnell gehen. Also, es ist ja so eine akute Situation gerade, die jetzt gelöst werden muss. Das kann man nicht mehr so lange ziehen. Leute, zitiert mich daraufhin nicht. Also, am Ende sind wir im nächsten Jahr auch im Dezember immer noch auf Eckhead und ihr macht euch alle lustig über mich. So, ansonsten. Leute, ja, keine Ahnung. Gerade ein gerollt. Digga, Leute, ihr seid alle krank. Ihr waked und baked euch hier durch den Alltag. Eckhead bis Februar, März. Ja, vielleicht auch. Also es kommt drauf an, wir haben jetzt wahrscheinlich noch mehr Pausen, ne? Wir haben jetzt noch Chapter 1100 nächste Woche und dann Dezember, würde ich sagen, kommen vielleicht zwei Chapter. Vielleicht aber auch nur eins, ne? Da kommt wieder irgendeine Pause-Dings und so. Und das letzte Chapter des Jahres ist auch immer nochmal big. Ich kann Smoker seine Freunde. Okay, Leute, ey. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Nicer Stream. Oh Leute, ich habe so Muskelkater. Ja, kein Plan. Wir hören uns auf jeden Fall bei den Spoilern. Vielleicht bei den erweiterten Spoilern, wenn es geisteskrank wird. Ansonsten eine Review. Und ansonsten
Leute, nächsten Sonntag wieder Chapter Stream, ihr wisst es. Machst du eine 1100 Live-Reaction? Leider nicht. Theo, wann rauchst du auch mal mit? Ja, Digga, komm her. Komm her, wir bauen ein. Nein. Gut, dass. Leute, jetzt ihr ganzen Kiffer hier, ey. Macht's gut. Ich wünsche euch was. Vielen Dank fürs Supporten. Ja, Leute. Vielen, vielen Dank. Haut rein. Macht's gut. Reaction mit Ruffy kommt auch online, ja. Und heute Abend bin ich vielleicht noch im Ruffy-Stream dabei, wenn er streamt. Und rede nochmal über das Chapter und über alles so, ne? Vielleicht, wenn ich es schaffe. Ne? Haut rein, Leute.